Gut, also 5 Minuten GitHub, was denn das? Ist für mich PowerPoint-Karaoke, weil ich diese Slides heute zum ersten Mal sehe. Ich benutze sie auch zum ersten Mal. Das ist. Aber wir benutzen halt Git den ganzen Tag und insofern, also ich zumindest, du auch? Ja, mehr das Ticketsystem als Git selber. Aber genau, worum es geht, ist GitHub und Git und das wichtige Teil bei dem Untertitel ist gemeinsam mit Code die Welt verbessern, weil wenn man das einsam macht, alleine braucht man es vielleicht nicht, aber wenn man es zusammen macht und ihr seid ja ein Team, hilft euch GitHub und Git total sehr. Wichtig zur Frage, was ist GitHub? GitHub ist eine Möglichkeit, eben gemeinsam Code zu bearbeiten, zu verändern. Und es ist aber auch ein soziales Netzwerk und es ist ein Webhoster für Git. Nächste Frage, was ist Git? Und Git ist eigentlich, kurz gesagt, Steuerung Z oder zurück für Profis. Also wenn ihr einen Text schreibt und ihr tippt das Wort falsch oder ihr löscht was, was ihr nicht löschen wolltet, dann drückt ihr auf zurück, damit ihr den Schritt nochmal zurückgeht. Das funktioniert sofort in dem Moment, wo ihr es macht. 2 Tage später, wenn ihr das Dokument noch 50.000 Mal geändert habt, da geht das nicht mehr, dass ihr diese eine Sache, die ihr vor 2 Tagen falsch gelöscht habt, wieder rückgängig macht. Mit Git funktioniert das aber. Das ist die Zaubersache an Git. Ihr könnt quasi in der Zeit zurückreisen und Sachen, die ihr vor Wochen gelöscht habt, wiederherstellen. Und das ist besonders cool, wenn man mit mehreren Leuten gleichzeitig eine Datei bearbeitet, weil irgendjemand was gelöscht hat, was vielleicht nicht gelöscht werden sollte. Das heißt dann Versionsverwaltung. Ja, also, dass man verschiedene Versionen hat von dem Code, den man schreibt, Anfangszustand, Zustände in der Mitte und dann halt hoffentlich irgendwann mal das finale Produkt. Und ihr könnt zu jeder Version wieder zurückhüpfen. Das sieht ungefähr so aus, dass ihr dann quasi so eine Version erstellt am Anfang und dann ändert ihr was dran, dann habt ihr die grüne Version, dann ändert jemand anderes was dran und dann habt ihr die lila Version. Das ist übrigens bei dem Talk genau dasselbe, den hat vor 3 Jahren mal jemand gebastelt. Dann hat ihn jemand anders verändert. Ich habe ihn gesehen, habe gedacht, cool. Und habe ihn auch nochmal verändert. Und das läuft alles auf GitHub. Dieser Talk ist gerade auf GitHub. Und ihr könnt alle nachvollziehen, welcher Teil von wem gemacht wurde, weil man sehen kann, wer hat welchen Schritt verändert und welche Versionen gibt es. Man kann auch mal die grüne Version angucken. Ja, wie bedient man das? Naja, ich meine, vielleicht um mal ein bisschen aus der Praxis zu erzählen, dass mit dem Zurückverfolgen ist eine Sache oder Zurückholen Sachen ist eine Sache, aber was in einem großen Team fast noch wichtiger ist, ist, dass man mit mehreren arbeitet. Und das funktioniert in der Praxis halt so, dass wir auf Git werden, ist im Prinzip sozusagen die Masterkopie oder die Hauptkopie von eurem Code. Und wenn ich jetzt neu in das Projekt reinkomme, dann sage ich, liebes Git, gib mir mal die Hauptkopie. Und dann habe ich das, was aktuell gerade das ist, was online ist, das habe ich dann auf meinem Rechner. Und dann kann ich zum Beispiel an der Datei ABC was ändern. Ich mache einfach die Folien, weil du redest genau das, was da kommt. Red weiter. Ich sag, okay. Super. blindes PowerPoint-Karaoke. Und dann arbeite ich jetzt zum Beispiel an Datei ABC und dann bin ich irgendwann fertig und dann sage ich, liebes Git, hier ist meine neue Version von Datei ABC. Und wenn du jetzt in derselben Zeit an irgendwas anderem gearbeitet hast, an der Datei 1, 2, 3, 4, 5, dann kommen wir uns da nicht ins Gehege. Und wenn du irgendwann ankommst und sagst du, was ist denn jetzt passiert in der letzten Zeit, sagst du zu Git, bitte gib mir mal das, was jetzt gerade aktuell ist und dann kriegst du meine neue Datei ABC, die ich bearbeitet habe. Wenn wir jetzt tatsächlich gleichzeitig an Datei ABC gearbeitet haben, dann sagt Git, sag mal, was macht ihr denn da? Guckt euch das mal an, was soll der Scheiß? Und und fordert uns dann auf, uns da zu einigen. Wollen wir das nochmal? Ich gehe nochmal zurück, dann siehst du, was du gemacht hast. Genau. Also um auf den eigenen Rechner zu laden, sagt man Git Clone. Also man klont einfach wie so ein Schaf. Man holt sich eine Kopie und da gibt es dann eine URL, die kriegt man und genau. Und wenn ihr dann Sachen hinzufügen wollt, das ist irgendwie so merkwürdig, man muss irgendwie in 2 Schritten, genau genommen in 3 Schritten, man muss eine Datei hinzufügen, damit Git überhaupt weiß, hey, das ist eine von unseren Dateien. Dann muss man sie committen, gerne mit einer Message, schreibt in die Message gerne irgendwas Sinnvolles rein, also nicht nur, keine Ahnung, neue Datei, sondern auch habe den sowieso Bug gefixt oder irgendwie sowas in der Richtung, damit man das hinterher wiederfindet. Und dann muss man als letztes, muss man das noch pushen.
Das ist ein bisschen kompliziert. Es gibt Sachen, es gibt Versionskontrollsysteme, die das einfacher machen, aber wir benutzen halt Git. Und deswegen, also beim ersten Mal sagt man add und dann jedes Mal, wenn man Dinge geändert hat, sagt man commit, gerne auch mit, da kann man dann auch, wenn man sagt git add Punkt, macht da einfach alle. Dann committet man und dann am Ende muss man pushen und dann weiß der Server, hey, das ist genau das, was jetzt gerade online ist. Genau, und das weiß dann eben nicht nur der Server, was online ist, sondern wenn dann eben jemand kommt und sagt, ich will jetzt aber auch was verändern, dann geht die Person hin und sagt einfach git pull, also hol mir vom Server die aktuelle Version und dann hat diese Person alles, was ihr gemacht habt, auf seinem Rechner oder auf ihrem Rechner. Ne? Genau, also. Und deswegen kann man gleich, also quasi gemeinsam daran arbeiten. Man holt sich einfach dann die neueste Version runter und hat alle Updates drin, die man braucht. Das, was noch besonders nützlich ist, ist dieser wunderbare Befehl git-status. Der sagt einem nämlich sowas wie, ja, du hast da Änderungen auf deinem Rechner gemacht und davon weiß der Server noch gar nichts. Ja. Das passiert mir gerne mal. Das ist auch cool, wenn du zum Beispiel mehrere Sachen geändert hast und dann hinterher siehst, dass du da noch irgendwie Kram dazwischen hast, den du eigentlich gar nicht mit hochschieben willst. Das ist immer so, das passiert mir relativ häufig, dass ich dann noch irgendwelche Testdateien habe, die eigentlich gar nicht mit in den Server sollen. Genau, oder Daten. So Testdaten, ja, die dann da rumliegen, mit denen man getestet hat, aber die will man vielleicht nicht ins Internet pusten. Ja. Genau, dann kann man damit Git-Status gucken, was würde ich denn ja jetzt hinschicken und dann löscht man die Dateien, die man da nicht hinschicken will. Oder sagt eben, die bitte nicht. Ja. Alle anderen, aber die nicht. Ja, also das wäre die Kurzform von den wichtigsten Sachen. Ja. Hast du noch ganz wichtige Punkte? Ich meine, man kann mit Git eine ganze Menge Sachen machen. Man kann zum Beispiel auch Abzweigungen machen, dass ich zum Beispiel sage, hey, ach, das führt zu weit. Wenn es zu weit führt. Eine Sache noch, ganz toll ist README, also lies mich. Das ist immer so eine Datei, die man am besten die ganz oben in GitHub in sein Verzeichnis reinlegt, wo man kurz beschreibt. Lässt sich keine Projekte anlegen, in denen keine README drin ist. Ja. Das also es zwingt einen dazu, also macht das eben fix. Genau, da könnt ihr beschreiben, was ihr gerade da macht. Weil ganz ehrlich, wenn ich nach 2 Wochen in mein Programm wieder reingucke, ich habe vergessen, was ich gemacht habe. Schreibt euch rein, was das Ziel des Programms ist oder wer Namen und wer es gemacht hat. Ne? Also, dass das euer Code ist zum Beispiel. Und es gibt dann halt verschiedene Programme, ne? Also für Windows, für Mac, Linux. Wenn ihr das benutzt, kriegt ihr das wie immer im Paketmanager. Und wenn ihr dann jetzt mehr wissen wollt, gibt es dann relativ viele Quellen, die ihr nutzen könnt. Also der Talk hier ist online, wie gesagt. Der Link ist ganz am Ende. Da könnt ihr draufgehen und könnt nochmal gucken. Da wird es dann komplizierter. Git Branching ist zum Beispiel, was ihr eben anfangen wollte, mit ihr könnt verschiedene Versionen desselben Codes haben. Da ist der Talk. Genau, da ist der Talk. Wo haben wir uns niedergelassen? GitHub, Git, wie auch immer? GitLab? Ich glaube, die Jugendhack gibt es auf GitHub, aber mittlerweile sind sie auf GitLab. Also jugendhack.gitlab ist es, glaube ich. Okay, gut. Das heißt, da kann man dann Projekte anlegen. Ihr müsstet euch dann einen Account bei jugendhack.gitlab.io anlegen. Und dann kann man da Projekte anlegen. Und in denen kann man für jedes einzelne Projekt, und da könnt ihr euch dann so tummeln. Da könnt ihr dann sagen, hey, hier ist meine Index-HTML, hier ist das, was wir haben. Und da dann schnell gemeinsam arbeiten. Weißt du, das ist halt das Coole an Git. Und die anderen können sich halt von zu Hause einfach auch runterladen. Ja. Soweit? Soweit, Happy Hacking. Gut. Kurz und schmerzlos. Gibt es da Fragen zu? Genau. Das war sehr theoretisch, ne? Nein? Okay, gut. Aber ihr könnt ja ansonsten noch mal fragen. Super. Prima. Danke.